Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das Video hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und lasst dort ein Follow da, wenn ihr keine Streams verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Wir haben heute immer noch die ganzen NFL-Skins und zusätzlich haben wir heute im normalen Shop die Barfuß-Ermittlerin, dann den Unendlichkeits-Skin. Ist eigentlich ein ziemlich nicer Skin, wobei ich ihn mir mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr gekauft hätte. Aber ich finde eben halt, dieser Grundskin sieht eigentlich ziemlich cool aus, dadurch, dass er im Prinzip keine richtige Haut hat. Dazu gibt es dann die Sternschlag-Schwitzhacke und die ewige Nullpunkt-Lackierung. Als nächstes haben wir dann die ganzen Banner-Skins. Einmal die markierte Marodeurin, dann Mustersoldatin, Banner-Trooperin, Feldwebel Farbe, Musteraufmischer, Leutnant Logo, Symbolsoldat und Signaturschütze. Hier wird im Prinzip einfach auf das Oberteil und das Cabby die Farbe und das Symbol des Banners draufgepackt. Ist eigentlich ziemlich cool, dieses Prinzip. Und dazu gibt es ebenfalls noch passend den Banner-Umhang, dann die Wappenhacke, den Banner-Gleiter und das Banner-Schild. Als nächstes haben wir die Expertin, den Scorpion-Skin, die Magma-Lackierung. Das war die erste 700 V-Bucks und auch die erste animierte Lackierung. Deshalb war sie damals eigentlich ziemlich cool, wobei ich die Lackierung an sich, die Animation, heute nicht mehr ganz so extrem mag und die deshalb eigentlich auch eher nicht spiele. Da haben wir Gitarren-Gang als Fortbewegungs-Emote. Glyphentanz. Und heute neu durch die Decke. Mittlerweile bekommt man ja auch schon für 200 V-Bucks irgendwelche Emotes, wo tatsächlich eine Musik hinter ist. Früher hat man da ja immer nur irgendwelche Handzeichen oder so bekommen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass sie das eigentlich immer günstiger machen. Dann haben wir bei den besonderen Angeboten heute die ganzen NFL-Skins. Bei denen kann man einmal immer die Farbe dadurch ändern, dass man irgendein Team auswählt. Und man kann zusätzlich auch noch die Nummer ändern. Dann kann man noch als Grundoutfit den Blitzskin, Juke, Running Back und Interception sowie den Spike, Defensive Tackle, Linebacker und Endzone. Dann haben wir noch die Pfeifenkriegerin, den Streifensoldat, das Footballtor und die Messhacke, den Touchdown-Tanz den Touchdown-Gleiter, nichts da, den Freemix, dann noch den Timeout-Emote und als letztes den goldenen Football als Spitzhacke. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.